und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und herzlich willkommen zu den Heißer-Sein-Spielen bei mir. Ich habe irgendwie eine leichte Erkältung oder sowas, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ja. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal ein Thema im Petto, das irgendwie ein bisschen komisch sein mag, aber ich dachte, ich erzähle es euch lieber selber, bevor es irgendjemand anders euch erzählt. Heute geht es um Dinge, die einem total peinlich sein können. Dinge, wo man sich denkt, oh Gott, ich versinke im Erdboden. Und ja, ich wollte euch da ein paar Sachen erzählen. Also, ich habe vor ein paar Tagen mal eher durch Zufall drüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn jemand anders diese Geschichten, naja, der Welt als Großen über mich erzählt. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wäre so furchtbar. Und natürlich, das ist Leo. Ihr kennt ihn ja schon, klein, schwarz, Randale-mäßig. Ja, und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und dann habe ich so gedacht, ja. Und dann hat meine Mutter zu mir einen Satz gesagt, der war mal wieder weise wie Konfuzius, nämlich wenn du nicht willst, dass jemand anders peinliche Geschichten erzählt über dich, dann erzähl sie selber. Und so fange ich jetzt an. Ich erzähle euch jetzt die peinlichsten Geschichten meines Lebens und die Sachen, wo ich mir am meisten irgendwie so den Gedanken gemacht habe, oh Gott, bitte lass einen Erdboden, dass ich auftun. Und ja, also die erste Geschichte, ihr wisst ja, ich hatte es in meiner Schulzeit echt nicht leicht. Und ihr wisst ja, dass ich diesen furchtbaren Klassenlehrer hatte und davor noch eine Lehrerin. Und eines Tages, ich war damals noch zum zweiten Mal in der Grundschule, ich glaube dritte Klasse, so um den Dreh rum. Und dann war es so, dass wir immer noch kurz vorm Gehen mussten wir ewig lang rumstehen und haben einfach nur noch uns alle verabschiedet gefühlt. Und ja, und eines Tages war es dann bei mir so, dass bei mir die Nase gedrückt hat, weil ich habe schon immer ein ganz schlechtes Körpergefühl gehabt. Und wenn ich pinkeln musste, habe ich es immer ganz spät erst gemerkt. Und wenn ich dann gemerkt habe, dann war es bei mir schon dringend. Dann habe ich zu meiner Klassenlehrerin gesagt, ich muss ganz dringend aufs Klo, ob ich gehen darf. Dann hat sie gesagt, nein. Da habe ich also nochmal viermal drum gebeten und sie hat immer nein gesagt. Und dann beim fünften Mal war es beten, konnte ich da nicht mehr groß beten, dann ist einfach rausgekommen. Da habe ich mir vor der ganzen Klasse in die Hosen gemacht und ja. Ich habe mir dann, diese Pfütze gebildet und die habe ich dann auch weggewischt und alles und es war mir ultra peinlich und dann musste ich auch noch dieses blöde Treppenhaus runter bis zu meiner Mutter zum Auto und es war auf jeden Fall das große Laufen der Schmach. Und es ist mir bis heute ultra peinlich und ich habe immer gedacht, wenn dies irgendeiner jemals erzählt, dann ja, da würde ich im Erdboden versinken. Aber jetzt, wo ich es selber mache, merke ich, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Das ist eigentlich das Interessante. Ja, kommen wir zur nächsten Geschichte. Wer glaubt mir, hier kommen noch ein paar zusammen. Die nächste Geschichte war, da war ich ebenfalls noch in derselben Klasse. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwann saß ich da und saß neben einem Mädchen. Ich werde jetzt keine bösartigen Sätze zu ihr sagen, aber sie war. Ich war nicht begeistert mehr von ihr danach. Und es war so, dass ich dann, ich musste pupen. Und ich habe es dann halt auch gemacht. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist es ein Laserschleich und dann merkt es keiner. Aber ich hatte Pech in dem Punkt, dass es nämlich das Mädchen gemerkt hat. Und sie hat dann sie hat es dann nicht direkt weiter erzählt. Nee, erst Wochen später hat sie es dann in der ganzen Klasse rumkrachelt und ja, das war mir damals auch Ultra-Erdboden-Moment. Und das hat auch die ganze Klasse nicht ruhen lassen können, wo ich mir dann auch gedacht habe, oh. So, jetzt eine Geschichte, wo mir jemand anders gesagt hat, es soll peinlich sein, wo ich mir selber aber gedacht habe, ja, Dumpfbatz, ich habe gar nicht gepennt. Ist nicht meine peinliche Geschichte, ich habe dafür die Klassenarbeit nicht schreiben müssen. Es war so, dass ich eines Tages damals ultra verzweifelt, nicht gelernt, nichts vorbereitet, spontane Klassenarbeit und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt, ultra Kopfschmerzen und wir hatten in unserem Klassenzimmer diese Bank und da habe ich mich entschieden, okay, dann lege ich mich jetzt auf die Bank und ruhe mich aus, weil ich einfach nur mich ausruhen wollte. Und dann ging die Stunde wieder los und die Lehrerin hat mich versucht zu wecken. Und dann habe ich mir gedacht in dem Moment, wenn ich jetzt weiter schlafe, vielleicht muss ich die Klassenarbeit nicht schreiben. Also habe ich ganz geschmeidig
geschmeidig die Augen zugelassen und habe so getan, als ob ich immer noch schlafe. Weil ich wusste, das war die letzte Stunde an dem Tag. Also wenn dann dieses Klingeln losgeht, dann bin ich auf jeden Fall aus der Nummer raus. Und ja, hat funktioniert. Und dann weiß ich nur, dass irgendein Klassenkamerad mich damit versucht hat aufzuziehen. Und ich mir immer nur gedacht habe, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Ja, ja, was gibt es denn noch, was ich euch erzählen könnte, wo so Geschichten sind? Ja, dann irgendwann bin ich in die weiterführenden Klassen gekommen. Da war ich dann in der 5. Und da war es so, dass ich meine große Schwester, ihr kennt sie ja, Kitty Cat, die hatte damals Ethikunterricht. Und ich weiß noch, dass sie eines Tages nach Hause kam und mir erklärt hat, dass ihre Ethiklehrerin ihr erklärt hat, dass jeder Mensch asozial ist. Und zwar im Auge von irgendjemandem ist man immer asozial, weil der eine findet es asozial, wenn man keinen Briefkasten hat. Der andere findet es asozial, wenn man zu viele Haustiere hat. Der nächste findet es asozial, wenn man sich nur Kurzhaarfrisuren zulegt und so weiter und so fort. Und somit ist jeder Mensch irgendwie in irgendwo, auf irgendeine Art und Weise, in den Augen eines anderen asozial. Ja, und dann war es so, dass ich mit diesem Gedanken, das hat mich ja dann schon ein bisschen beschäftigt, weil ich mir überlegt habe, habe ich einen Briefkasten? Ich habe dann in der Nacht noch mir selbst einen Briefkasten gebastelt aus Papier, nur zur Sicherheit, und mein Kaninchen auch noch gleich mit. Die Briefkästen gibt es tatsächlich sogar auch noch. Die von den Hasen. Meiner ist irgendwie verschwunden. Tja, Leo. Wo ist Mamas Briefkasten hin? Nee, mach das nicht. Das wäre jetzt voll assi, wenn du da hochspringst, weil du bist viel zu groß dafür. Entschuldigung. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann am nächsten Tag in die Schule gegangen bin. Und dann hat unser damaliger Klassensadist, Lehrer, entschuldigt, das kriege ich nicht mehr raus, seitdem ich das erst schon mal gesagt habe, ja, hat er damals die Frage gestellt, was haben alle Menschen gemeinsam? Ich hatte damals eine neue Nebensitzerin, weil ich bin ständig umgesetzt worden, weil meine Lehrer mich für so anstrengend gehalten hat. Im Nachhinein kann ich euch fast allen zurückgeben, bis auf zwei kann ich es auf alle zurückgeben. Ja. Und dann war es so, dass wir eben da saßen und dann hat der die Frage gestellt. Und in dem Moment habe ich einfach nur aus dem, was ich am Tag davor gehört habe, wiedergegeben, wir sind alle asozial. Und dann hat meine Mitschülerin so ein Fass aufgemacht. Die ist so ausgeflippt. Ich habe gedacht, wenn die jetzt irgendwo... Wir fressen keine Kabel an. Entschuldigt. Ja, wenn die irgendwo jetzt eine Raketendüsen-Jinger hätte, dann würde sie jetzt in die Luft fliegen, so futsch und weg war sie. Mir hat es dann aber auch irgendwie so damals leid getan, da habe ich mich versucht bei ihr zu entschuldigen und alles. Und Herrgott, dieses Mädchen war nachtragend, also es war wirklich nervtötend am Ende irgendwann. Ja, die Geschichte haben wir auch nie geklärt, aber es ist, wie es ist. Und du, das ist nicht, wie es ist, wenn man Kabel frisst. Das ist nichts mit Käsera, Sera. Das sage ich dir. Entschuldigt, unser Hase will uns gerade von der Außenwelt abkappen. So fängt es auch immer bei den Filmen an. Man hat keine Verbindung mehr in die Außenwelt. Was hast du mit uns vor, Leo? Gesteh gleich. Ja, was gibt's noch? Ja, und jetzt eine Geschichte, die mir ultra, mega, 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 mega peinlich war. Aber ja. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich ist es war halt, wie es war. Wie ihr wisst, bin ich im Sommer nicht gerade der aktivste Mensch. Und eines Sommers, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich war auf jeden Fall schon mal nicht mehr in der ersten, zweiten Klasse um den Dreh. Ich war schon auf jeden Fall kurz vor dem Abschluss. Und dann war es so, dass ich eines Sommers da saß und plötzlich hatte ich Schmerzen im Po. Ja, es geht jetzt um meinen Po. Und ich hatte jenseits Schmerzen. Ich konnte echt kaum sitzen. Ich habe dann aufgrund dessen, dass wir familiäre Geschichte haben mit Hämorrhoiden, habe ich gedacht, ich scheiß die Wand an, jetzt habe ich eine Hämorrhoide. Also ich völlig verunsichert, völlig panisch,
Tisch und in diesem Kindergarten, Gott, ich muss jetzt sterben, Ding. Oder das muss operiert werden, renne ich zu meiner Mutter. Jump, jump, Mutter. Mit so wirklich so Geißbocksprüngen bin ich dann hingerannt und habe zu meiner Mutter gesagt, Mann, da ist was an meinem Bauch. Also ich dann, erste peinliche Moment zu meiner Mutter, ich musste meine Hose runterlassen, mich vor meiner Mutter vorbeugen und ich dachte nur so, oh nein. Ja. Dann etwas später, weil es eben so wehgetan hat und alles, und bin ich dann in der Nacht rumgetigert, deswegen war dann am Tag nichts mehr da, aber ich erzähle euch später schon warum. Haben wir dann einen Termin beim Arzt ausgemacht. Dann saß ich da bei diesem Arzt, der übrigens nicht unbedingt unattraktiv war, muss ich an diesem Punkt sagen, und musste ihm schildern, dass ich da ein Problem am Po habe. Und ich dachte, ich sterbe. Und ohne Vorwarnung hatte ich plötzlich einen Finger vom Arzt im Po und dachte nur so, und dann hat er gemeint, ja, also er könnte da jetzt nichts fühlen. Hat er dann als nächsten Satz zu mir gemeint, ja, jetzt müsste da, du könntest jetzt aber noch mit einem Rohr gucken, das wäre dann auf Fingerbreit plus 2 mm. Da habe ich dann mir gedacht, na du mich auch. Und dann sind wir wieder gegangen und vollendeter Sachen. Dadurch, dass ich dann eben so viel rumgelaufen war, war es dann wieder besser, ist dann aber ein anderes Mal wieder schlimmer geworden. Und dann habe ich meine damals beste Freundin, die zufälligerweise in der Nähe von einem Gemüseladen war, habe ich dann angerufen, ob sie mir nicht, weil ich da zu Besuch kommen wollte, ob sie mir nicht einfach noch einen Kohl mitbringen kann, weil Kohl hilft gegen sowas. Ja, und ich weiß gar nicht wie, aber irgendwann haben wir dann rausgefunden, ich hatte seinerzeit vom vielen Draufsitzen eine Arschthrombose. Ich glaube, so war Betty, die es dann erkannt hat. Die hat damals das erste Mal, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber es könnte so gewesen sein. Ja, und aber ich sag euch, das war echt eine Tortur, weil erstens zum Arzt, meine Mutter es sagen, Mama, dann dieses den Arzt, der nicht unattraktiv war, dann zur Apotheke gehen und sich Faktur, gut, und damals gab es doch eine Faktur, ne, weißt du noch, und dazu sagen dann zur Apothekerin, ich brauch Faktur, gut gegen Hämorrhoiden. Das war auch schon so eine Sache. Dann der Freundin anrufen und ihr die Geschichte zu erzählen und zu sagen, bring mir einen Kohl mit. Das war auf jeden Fall im Nachhinein lustig, damals total peinlich. Und ja, was ich euch mit dieser ganzen Video sagen will und warum ich euch diese ganzen Geschichten erzähle, ist zum einen, wenn ihr die peinlichen Geschichten erzählt, kann es kein anderer mehr machen und dann kann auch keiner mehr euch damit Schaden zufügen, egal welcher Art. Und zum anderen, jede peinliche Geschichte ist nur so lange peinlich, wie ihr sie peinlich findet. Jetzt, wo ich es alles erzählt habe, muss ich sagen, finde ich sie im Nachhinein eigentlich ganz lustig. Ja, gut, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Und es war so die Lektion des Tages. Die einzige andere peinliche Geschichte, die ich noch hätte, wäre, dass ich fast jeden Tag auf einen blöden Pfeiler drauf gelatscht bin. Wirklich jeden Tag. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Schule, Anfang, hatten wir immer diese Pfeiler vor der Tür. Ich habe sie gesehen. Ich wusste genau, der kommt jetzt und bin trotzdem voll dagegen geklatscht. Wie so eine Fliege an die Wand, so platsch. Sogar wenn mein Vater dabei war, mein Vater hat mich mal zur Schule gebracht damals, was damals noch was Besonderes war. Und hat dann gesagt, Vorsicht, mein Kind, da kommt ein Pfeil. Und da bin ich schon dagegen gelaufen. Ja. Das war eigentlich alles, was ich euch so erzählen kann. Ich hoffe, dass mein Video dem einen oder anderen hilft, weil, wer weiß, vielleicht habt ihr auch schon solche Geschichten. Wenn ja, und wenn ihr euch traut oder wenn ihr Lust habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder eine E-Mail an diebell.ritme@outlook.com oder eben auf Twitter oder Facebook. Wir sehen uns am Freitag wieder mit hoffentlich etwas weniger peinlichem und mit keinem Fingerbreit plus 2 mm. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.